Gewicht 190 Pfund. Philadelphias liebstes Kind, der italienische Hengst Rocky Balboa. Und zu meiner Rechten, in den Farben Rot, Weiß und Blau, mit einem Gewicht von 210 Pfund, in 46 Kämpfen unbesiegt, der Weltmeister im Schwergewicht, der heute freiwillig seinen Titel verteidigt, Apollo Creed. Zur ersten Runde. Rocky Balboa geht zur Mitte des Ringes. Die Gegner stehen sich jetzt gegenüber. Noch macht Rocky einen beherrschten Angriff, aber schon eröffnet der Weltmeister den Schlagabtausch. Seine ersten linken Jabs zeichnen schnell Spuren in Rockys Gesicht. Der Champion hält den Rechtsausleger gut auf den Punch. Dem Herausforderer geht das alles viel zu schnell. Apollo ist ohne Zweifel derjenige, der eindeutig das Geschehen bestimmt. Der Weltmeister lächelt, er scheint mit seinem Gegner zu spielen. Er will seinen Fans anscheinend etwas bieten. Er zieht seine Show an. Er tänzelt um den Herausforderer herum und macht mit ihm, was er will. Rocky versucht immer wieder anzugreifen, aber Apollo weicht so weit zurück, dass ihm Rockys Rechte nicht erreicht. Ja, es ist wirklich so. Es ist ein Spiel. Der Meister scheint seinen Gegner zum Narren zu halten. Rocky weiß anscheinend überhaupt nicht, was er will. Craig will seinen Gegner nervös machen. Aber da, nicht verfolgen! Rocky ist den Champion. Der Meister liegt am Boden. Der Ringrichter schickt Rocky in die neutrale Ecke. Wenn das keine Sensation ist, dann weiß ich's nicht. Es ist das erste Mal in seiner langen Karriere, dass der Champion am Boden ist. Eine Sensation. Der Ringrichter zählt Creed an. Bei 8 erhebt sich der Champion. Er muss ihn wieder ins Kinn zu treten. Er weiß gar nicht, wer er ist. Und schon greift Rocky wieder an. Tatsächlich wie ein wütender Hengst geht er auf den Meister los. Jetzt will er es wissen. Der Champion hat sich wieder gefangen. Er ist voll da. Er hat in seinen Schlägen die alte Kraft. Rocky wird bald händisch getroffen. Ein Formelfeuer von Schlägen prasselt auf Rocky nieder. Rocky hält sich am Gegner fest. Er scheint jetzt angeschlagen. Der Ringrichter trennt. Der Champion ist wieder in seinem Element. Er lockt Rocky zu ihm ran, als wollte ihn zu einer neuen Schlagserie einladen. Er macht mit ihm, was er will. Mein Gott, was für ein Treffer. Plötzlich schlägt Rocky zurück. Apollo ist beeindruckt. Linke und rechte Hände muss er nehmen. Was der Champion in diesem Augenblick zeigt, ist alles andere als Weltklasse. Immer wieder die gefürchtete linke Apollo. Da, wieder eine. Ständig wechseln die Vorteile. Der Kampf nimmt einen Verlauf, den die Experten bestimmt nicht erwartet haben. Der Champion treibt den Herausforderer vor sich her. Rocky Balboa steht auf den Kampf auf. Der Gong hat ihn gerettet. Rocky wird von seinem Betreuern in die Ecke geführt. Selbst hätte er den Weg nicht mehr gefunden. Den schaffe ich. Nimm die Deckung höher. Wie sieht's aus? Du hältst dich ganz gut. Du tänzelst zu viel herum, du musst energischer angreifen! Schlag ihn auf die Rippen! Der Bastard darf keine Luft kriegen! Der Kerl ist großartig. Er weiß überhaupt nicht, dass das hier nur eine Show ist. Der kämpft ja wie ein Verrückter. Anscheinend ja. Mach die Flasche fertig, ich will zeitig nach Hause kommen. Ja. Schlag zum Körper! Die zweite Runde hat begonnen. Beide machen wieder einen sehr guten Eindruck. Rocky eröffnet den Schlagabtausch. Apollo Konter. Jetzt muss Rocky wieder einstecken. Eine ganze Serie von Schlägen hagelt auf ihn ein. Er weicht in die Ringecke zurück. Rocky lässt die Deckung fallen. Jeder Schlag trifft ihn hart. Wer wo er wann? Da, das ist. Nein, er bleibt stehen. Es ist mörderisch. Er klammert sich an seinen Gegner. Balboa geht wieder an. Aber der Champion antwortet mit einer Serie harter Schläge, von denen jeder den Kampf beenden könnte. Plötzlich hat Rocky wieder Oberhand. Der Champion versucht sich aus dem Schlaghagel zu lösen, aber Balboa schlägt und schlägt. Jetzt deckt er den Meister beifällig ein, wie bei einer Dampframme. Links, rechts. Der Ring liegt schon wieder zum Schlüssel. Balboa ist wie eine Maschine. Das Ende der zweiten Runde. Balboa ist nicht zu halten. Im Abtausch hat er den Gong überhört.
Die dritte Runde wird angezeigt. Ich sehe nichts mehr. Beide Augen sind zu. Ich sehe nichts mehr. Hilf mir, Nick. Ich tue, was ich kann, Rocky. Okay. Versuch es. Mein Gott. Du blutest zu stark. Du bist am Ende. Ich lass den Kampf abbrechen. Du wirst den Kampf nicht abbrechen lassen. Lass den Kampf nicht abbrechen. Wenn du abbrechen lässt, bringe ich dich um. Okay, wie du willst. Den Mund fassen. Kämpfe weiter. Kämpfe weiter. Riskier nichts mehr. Es ist genug. Vielleicht hast du noch eine Chance, wenn du ihn nochmal auf die kurze Rippe triffst. Rollen die linke unten auf die Rippe. Deckung hoch, linke unten rein. Vielleicht schaffst du es. Das war der Gongschlag zur 15. und letzten Runde. Keiner von beiden wagt es anzugreifen. Gegenseitig belauern sie sich. Es ist ein gegenseitiges Abwarten. Wie zwei Raubtiere kurz vor dem Sprung. Der Champion schlägt einen schweren rechten Haken. Aber gleichzeitig versucht er auch seine rechte Seite zu schützen. Die kurze Rippe. Es ist ein verbissener Kampf, nur noch von blinder Wut diktiert. Auch der Champion ist schwer mitgenommen. Rocky mobilisiert weiter die letzten Reserven und revanchiert sich mit einem losen Schlagkragen. Ich will auch keine. Es gibt keine.